Was müsste dann jetzt eigentlich müsste besser werden beim Thema Digitalisierung? Wo hakt es denn da? Also man kann eigentlich nur jedem empfehlen, mal eine Reise nach Estland zu machen. Und Estland, wir sind dort mit einer Unternehmerdelegation gewesen, um mal zu gucken, wie denn eine Verwaltung, eine moderne Verwaltung arbeiten könnte. Und toll, faszinierend ist, in Estland kriegt jeder Bürger seine Steuererklärung nicht vom Steuerberater zugeschickt, sondern vom Finanzamt. Es ist alles fertig vorausgefüllt und man muss nur noch bestätigen, ob das so stimmt oder vielleicht irgendwo ein Fehler drin ist. So etwas würde hier in Deutschland, im Moment kann sich das keiner vorstellen, dass so etwas möglich ist. Was ist noch, was haben Sie noch erlebt, wenn Sie mit der Delegation da vor Ort waren? Wie funktioniert da Digitalisierung? Wahrscheinlich kann man einen Führerschein bzw. ein Auto per Handy anmelden. Ist das so? Ja, ja, also gar kein Thema. Also auch ein Unternehmen anzumelden ist eine Frage von Stunden. Ja, da geht es nicht um Wochen, sondern es geht wirklich um Stunden. Was ist auch mit Bauanträgen zum Beispiel, kann ich mir vorstellen. Also das ist in allen Bereichen, die Bürokratisierung entschlackt und es geht alles schneller und ja, enorm nach vorne. Enorm viel schneller und dadurch ist ein anderer Spirit im Land. In der Verwaltung ist mehr dieses Denken in Ermöglichen. Weil auch da, liegt natürlich auch da daran, dieses Land ist relativ jung. Die kommen aus ganz schwierigen Verhältnissen und wollen eben jetzt einen Aufbruch haben, wollen eben Wirtschaftswachstum haben und auch einen mitteleuropäischen Wohlstand erleben. Und dementsprechend ist der ganze Spirit auf Ermöglichen, auf wie kriegen wir Wirtschaftswachstum hin, damit unsere Leute dort in Lohn und Brot sind und was Gutes verdienen, also gutes Geld verdienen. Genau dieser Spirit, der fehlt hier in Deutschland. Es wird eben erstmal verwaltet und es wird eher in Verboten gedacht.